Schönen guten Tag, hier der Kevin von colinews.org und ich habe hier ein riesiges Paket erhalten. Da schauen wir doch mal gemeinsam rein, weil ich dachte, vielleicht macht es mir mehr Spaß, wenn ich nicht alleine immer alles auspacken muss. Natürlich auch ein kleiner Inhaltsschein, aber den verrate ich euch nicht, den schauen wir gemeinsam an. Und hier haben wir auch schon aus Japan, hahaha, die Dead or Alive Edition von Detektiv Conan, also die Mausetot oder Quicklebendig Edition, wie man sie bei uns nennen würde. Sie kam raus am 18. Juli mit 25 Kapiteln, 6 Fällen, unter anderem die deutschen Folgen, also Doppel-, Dreifachfolgen, Das Geheimnis des alten Schlosses, Der Fall der Sirene und die Vierfachfolge Eine Stadt als Geisel. Gucken wir mal rein. Also gucken wir erstmal raus, ne? Hinten, vorne, überall. Ja, also eigentlich uralte Fälle, die jeder kennt. Ein wenig Werbung, die hier keiner kennt, weil die bei uns gar nicht beiliegt. Oh, da hat man John Wodka gesehen. Das zeige ich gerne nochmal. An den Fall erinnere ich mich auch noch. Ja, hinten warst du da zu sehen. Natürlich aus dem Fall Eine Stadt als Geisel. Hinten noch Werbung für Band 93 und Magic Kaito Band 5. Kurioserweise habe ich genau diesen Magic Kaito auch da. Schauen wir uns die einfach auch mal an. Hier haben wir Magic Kaito Band 5 in der normalen und in der Treasured Edition. Gucken wir hier zuerst rein. Ja, Band 5 enthält ja alle Fälle seit 2011 bis 2017, also von der Phantom Lady bis zu Sun Halo und den One-Shot Lessiger Looper aus dem Jahr 1987, der ja offenbar als Prototyp für Magic Kaito diente, mit 40 Seiten dabei. Können wir reinschauen, Phantom Lady. Da ist schon der One-Shot. Man sieht sofort, ne? Dieser alte, uralte Zeichenstil. Den, wow, der ist einfach nur gewöhnungsbedürftig. Ja, hier war noch. Ja, das sieht doch schon. Ja, Ranmori, ne? Oh, Entschuldigung, nein, Aoko. Ja, und dann haben wir noch die Treasure Edition. Der Unterschied da ist ja, dass hier noch Farbseiten enthalten sind und auch Kommentare von Gosho Aoyama zu den jeweiligen Fällen. Ja, die sieht sehr edel aus, hat ja auch ein paar Yen mehr gekostet. Oh, die fühlt sich auch ganz anders an. Ja, die ist wirklich was für Feinschmecker. Wo sind denn die Farbseiten? Keine da. Kann das sein? Keine Farbseiten? Oder schaue ich nicht richtig hin? Also normalerweise enthält sie... Ah, hier hinten. Ein Farbdeckel. Hurra. Ja, normalerweise sind Farbseiten enthalten, wie bei den ersten vier. Ah, da vorne. Ganz vorne. Hier. Farbseiten. Oha, es wird noch schöner. Heureka. Ja, das sind Farbseiten. Schön. Ladies and Gentlemen. Ja, genau, das ist so die Treasure Edition. Dann habe ich hier noch dabei eine CD. Die wir auch mal aufmachen.
nämlich von Breaker Z oder Breakers, Yume Monogatari, seit Episode 865 zu hören, seit dem 8. Juli also das 8. Lied von Breakers oder Breaker Z. Und wir haben ja aktuell Episode 870, meine ich, also schon 5-mal hat man die Folge, das Lied gehört. Ja. Schöne Verpackung im Conan Design. Mal gucken, ob ich das aufbekomme. Hätte ich natürlich vorher alles machen können, aber ich wollte nicht schon die ganze Schachtel auspacken. Ja, wie Sie sehen, bin ich nicht gut live auspacken. Oh, nee. Ja, dieses komische Pappding, das wir immer bei japanischen CDs dabei haben, ich weiß nicht wieso. Ja, gut. Einfach wegwerfen, braucht man nicht. Conan, Ran, Shinichi, ne? Hier, toll. Hübsche CD, oh, sieht sogar sehr hübsch aus. Ich mag die Farbe ja wirklich sehr. QR-Code, wer ihn einscannen will, bitteschön. Ich habe da jetzt keine Zeit dafür. Was ist denn hier noch? Der Songtext zu den Liedern, die enthalten sind. Ja, wer das Lied noch nicht kennt, unbedingt mal anhören. Es ist ganz nett, allerdings es hört sich an genau wie alle anderen Breakers-Songs. Also tut mir leid, wenn ich jetzt verallgemeiner, aber es ist nichts Besonderes, ja, möchte ich mal so ganz ehrlich sagen. Dann aber was Besonderes ist die Shonen Sunday 37.38.2017, denn hier enthalten ist natürlich, das wisst ihr als Fans, Kapitel 1000 von Detektiv Conan. Und ja, da schauen wir nochmal rein. Vorne sehen wir das Cover, das natürlich an Band 1 angelehnt ist von Detektiv Conan, welchen wir hier sehen. Ja, wow. Überall 1000. Wie oft wurde die Zahl 1000 hier raufgeschmettert? Ja, also dreimal mindestens. Ein viertes Mal kann ich leider nicht entdecken. Gut. Schauen wir mal hinten. Ah, vier. 1000. Obwohl ich nicht weiß, ob das hier hinten was mit Conan zu tun hat. Da ich kein Japanisch habe. Aber ich vermute es beinahe. Auch hier schaut Conan uns entgegen. Und hier die Wunden. Oh, 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 oh. Es geht sogar direkt zur Sache. Mit den Farbseiten von Detektiv Conan, Kapitel 1000. Wunderschön. Also wirklich. Hier aus Film 21. Der purpurrote Liebesbrief. Noch ein bisschen Werbung. Ja, Werbung. Das ist ja verrückt. Mitten im Kapitel machen die Werbung. Ah, und hier geht es dann ganz normal weiter. In der, ja, so wie wir es von der Shonen Sunday kennen. Natürlich werden am Rand nochmal die Charaktere vorgestellt. Hier Conan, Nugawa und so weiter. Masumi Zero, Sonoko, Ranmori. Ui, Alheimara sieht aber gruselig aus. Da hat sie wieder einen schlechten Tag gehabt. Ja, ich kann kein Japanisch, also kann ich auch nicht viel vorlesen. Außer Ausrufezeichen, Fragezeichen, Punkt, 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 Herzchen, ja. Soweit komme ich noch. Gut, ich denke, wir schauen noch mal. Natürlich muss man alles noch mal am Ende hinlegen, sonst ist es ja kein schönes Video. Nur passt gar nicht auf, ne? Massig Inhalt.
Alles klar, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.